Hi Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Plays wieder Moris. Ich weiß nicht, ob man es ein bisschen hören kann. Ich bin ein bisschen krank, deswegen gab es auch Freitag keinen Part und ich weiß nicht, ob es Montag einen Part geben wird, ob ich das schnell genug hinbekomme, weil mir ging es das ganze Wochenüber nicht so gut. Ich hatte auch sehr wenig Zeit. Deswegen gibt es von mir vielleicht auch Dienstag keinen Pokémon Sweet Version Part. Tut mir natürlich sehr leid, aber es ist nun mal blöd, wenn man krank ist, ruht man sich lieber im Bett aus und versucht sich zu erholen und hockt nicht den ganzen Tag vor dem PC und macht Let's Plays. Ich habe auch ein normales Leben. Tut mir leid, Leute. Real Life geht leider vor. Ja, und ich bin eben halt sehr verschnupft und immer noch auch ziemlich verschleimt. Allerdings sind meine Halsschmerzen ehrlich ziemlich endlich besser geworden, weshalb ich eben halt jetzt wahrscheinlich nicht die Stimmen verstellen werde, zumindest nicht so ganz so extrem, weil ich versuche immer noch ein bisschen meine Stimme zu schonen. Ich hatte Halsschmerzen und konnte auch kaum noch sprechen, also entschuldigt, dass es keine Parts gab, aber ich glaube, ihr habt keine Lust auf eine total genervte oder total kratzige Melly, die sowieso an die ganze Zeit total gelangweilt klingt. Ist ja auch blöd für euch. Und mir macht es dann auch keinen Spaß, mich total zu überanstrengen. Oh Gott, mir geht's immer noch nicht so ganz so dolle. Ja, und ich nehme den Part auch gerade erst irgendwie um, weiß nicht, 4 oder so auf. Deswegen, also weiß ich nicht, ob ich noch schaffe zu rendern und hochzuladen. Tut mir wirklich leid, aber es geht halt nicht anders. Wenn ich krank bin, kann ich leider nicht aufnehmen. Müsst ihr verstehen. Ich werde auch mal krank. Let's Player sind keine Heiligen, die niemals krank werden und sowas. Nee, wir sind ganz normale Menschen, die können auch krank werden. Ja, stimmt, ja, Kessel hatte ja im, ich sag sehr viel, zur Zeit. Im letzten Part hatte er ja sich verabredet mit Deborah im Klassenzimmer, der Dödel. Und hat wieder die alten Sachen an, was uns ziemlich schockiert hat, aber gut. Wir reden trotzdem immer noch mit ihm. Warum? Warum reden wir noch mit ihm? Ich würde ihm keines Blickes mehr schenken. Er wäre für mich gestorben. Er benimmt sich wie das letzte Arsch. Aha. Und ich habe Schmerzen. Ich sollte doch noch nicht aufnehmen. Ich habe auch keinen Nils, der jetzt für mich reden könnte. Naja. Ich mache das jetzt. Es geht. Ich kämpfe mich jetzt hier durch. Ich beiß mich jetzt durch. Weil irgendwie habe ich auch Bock, mal wieder weiterzuspielen und ja. Und ich hau auf meinem Tisch rum, weil es mir Spaß macht. Ja. Und was wollte sie von dir? Was geht dich das an? Entschuldigung. Entschuldigung. Wie gesagt, mir geht's nicht so gut. Ich mache mir eben Sorgen, das ist alles. Ich weiß, dass Deborah dir schon einmal wehgetan hat. Im Gegensatz zu anderen komme ich alleine klar. Mach dir um mich keine Sorgen. Ah, das beansprucht meine Stimme. Ich sollte nicht tiefer sprechen. Kestie, der hat, glaube ich. Wir haben nicht so viele Dialoge mit ihm in diesem Part, glaube ich. Okay, es scheint das Obere hier zu sein. Tut mir leid wegen dem Verschnupften, aber ich bin halt krank. Ich kann da auch nichts für. Ich vergebe schon alles, um da gesund zu werden, aber leider kann ich auch keine richtigen Medikamente nehmen, denn wir haben ja noch nichts gesagt, Lisa nicht. Denn ich kann einfach nicht. Ich darf bestimmte Medikamente nicht nehmen, deswegen
Dauert es bei mir länger, mich zu kurieren, leider. Aber ich werde wieder gesund. Es ist schon besser als die letzten paar Tage. Aber wir sind doch Freunde. Ich finde das zweite gut. Ich würde so gerne das zweite nehmen, ey. Wie du willst. Aber beschwer dich hinterher nicht. Pah! Oh, pass trotzdem auf dich auf, wenn ich auslöse. Aber das erste scheint okay zu sein. Ich komme trotzdem mal alleine klauen. Ich war nicht gerade begeistert von dem, was ich über dich gehört habe. Ich habe nicht einmal irgendwas gemacht, du Idiot. Ich hatte. Nicht mal vertraut mir. Cassie, du bist ein Arschloch. Ganz ehrlich, sie hat ihm das Herz gebrochen und trotzdem glaubt sie ihm? Glaubt er ihr? Sag mal, wie hohl bist du eigentlich? Ich dachte, du wärst irgendwie, du hättest wenigstens ein bisschen gehört. Ich hatte wirklich gedacht, wenigstens Cassie hätte gehört, aber nicht mal der hat es. Oh. Es ist nicht so, wie du glaubst. Er glaubt mir nicht. So wie jeder. Wow. Ihm wurde das Herz von dieser Frau gebrochen. Aber natürlich vertrauen wir ihr. Denn ich liebe sie immer noch. Duh. Hast du Cassie heute schon gesehen? Nee. Ich habe mich nur gerade eben mit ihm angelegt. Aber ansonsten, nö. Ja, er hat seinen Look verändert. Er wirkt ziemlich durcheinander. Ich glaube, sie wiederzusehen hat eben mehr ausgemacht, als das zugibt. Ach nee, wirklich? Es macht immer was aus, sie zu sehen. Ach nee. Wow. Lysander, bist du auf die Idee selber gekommen oder was? Entschuldige. Ich bin ein bisschen gereizt. Du kannst ja nichts dafür, Lysander. Nee, aber jetzt mal ganz ehrlich. Er glaubt uns nicht mal. Natürlich hat es ihm was ausgemacht. Der ist immer noch total verschossen in sie. Und ich verstehe nicht warum. Was findet er an dir? Solange er sich nicht wieder von ihr einwickeln lässt. War das Mädchen gerade eben am Schlafen, als wir mit Cassie geredet haben? Oder was ist hier los? Das wäre ziemlich dumm von ihm. Es ging ihm wirklich schlecht, als sie weggegangen ist. No shit. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Duh. An seiner Stelle würde ich das nicht noch einmal versuchen. Aber genug von ihm. Was ist mit dir? Geht es dir besser? Ist deine Angst verschwunden? Lysander. Er macht sich Sorgen um uns. Das ist doch süß, oder nicht? Oh, Moment, ich muss nachgucken. Ah, ich muss nachgucken. Ah, mein Hals. Ah. Ah, hoch. Ha. Das soll ich auch noch gegen irgendwas ist entzündet. Ich glaub's. Ah. Ah, da, wie sollte sie? Hui. Okay. Wie sollte sie? Du bist nicht alleine. Rosalia und ich sind auch noch da. Wenigstens zwei Leute, die mir vertrauen und glauben. Halleluja. Lysander und Rosalia sind wohl die einzigen, die Gehirn haben. Naja. Nein, ich sag dazu nichts. Ich sag dazu nichts. Es gibt noch eine Person, die auch noch Gehirn hat. Okay, zwei. Naja, sagen wir. Von den Jungs haben die meisten ein Gehirn, sagen wir es so. Oh, sie hat mit dir gesprochen? Sie hat mit meinem Bruder gesprochen. Und weil ich oft von dir rede. Warte, was? Du redest oft von mir? Ja, also manchmal. Aber darum geht es nicht. Oh, er ist ganz rot geworden. Oh. Ich liebe dich auch. Es beruhigt mich wirklich, dass ihr auf meiner Seite seid. Aber dass Deborah machen kann, was sie will, macht mir gleichzeitig auch Angst. Und wenn du ihr die Stirn bieten möchtest, musst du genauso selbstsicher sein wie sie. Oder du ignorierst sie. Ich würde die zweite Option wählen.
Aber dich interessiert es auch nicht besonders, was die anderen über dich denken. Und wenn ich sehe, wie sehr dich das Ganze mitnimmt, muss ich sagen, ich habe wohl recht. Ja, stimmt auch wieder. Naja, danke, Lysander. Du munterst mich immer ein bisschen auf. Das ist schön, mit dir zu reden. Weil du bist so ehrlich. Du bist eine ehrliche Socke, Junge. Ken! Er hat auch noch gehört. Hat man auch schon im letzten Part gemerkt. Er ist ja. Er hat uns auch seine Hilfe angeboten. Also, der hat auch noch gehört. Und ich muss gleich mal meinen Saft nehmen nach diesem Part. Aber das gehört hier nicht hin. Das ist mein Privatleben. Sag mal, Kentin, würdest du wieder mit deiner Ex zusammenkommen, wenn sie dich darum bitten würde? Meiner Ex? Aber ich habe keine Ex. Ich hatte noch nie eine. Oh, ich finde es so peinlich, auch so süß. Unser Alter, ganz ehrlich, ich finde es so toll, dass unser Alter Ken quasi immer noch irgendwo da in dieser harten, rauen Schale drin steckt. Irgendwo ist er noch. Wie es jemand auf Facebook so gerne ausdrückt. Ich tue, als wäre ich ein Boy, Bad Boy, bin es aber nicht. Er ist wirklich so ein Bad Boy Wannabe. Und ich finde das irgendwie süß. Ah, ich habe ihn auch schon vorher gemocht. Ich habe ihn wirklich schon vorher gemocht. Ich fand ihn einfach niedlich, weil er war nicht so eitel. Okay, es hat ein bisschen genervt, dass er immer an einem am Rockzipfel hing. Aber trotzdem, es war süß. Er war süß, nett, hilfsbereit und alles. Und deswegen habe ich ihn gemocht. Nicht jeder muss perfekt aussehen. Es kommt aber auch auf die inneren Werte an. God damn it. Was das Spiel einem irgendwie nicht so unbedingt vermittelt. Naja, du hattest noch nie eine Freundin? Aber nur weil ich so wollte. Ja, bestimmt. Ich glaub dir das sofort. Das Letzte, ja. Ich lese trotzdem mal vor, was es so als Antwortmöglichkeit gibt. Haha, wie peinlich! Erwischt! Ich hätte es wissen müssen. Du spielst zwar den großen Macker, aber eigentlich hast du keine Erfahrung mit Mädels. Boah, ist das fies! Das glaube ich dir gerne. Du siehst jetzt schließlich wirklich gut aus. Seht ihr, was ich meine? Das Spiel vermittelt einem irgendwie nicht unbedingt, dass die inneren Werte wichtiger sind als die äußeren Werte. Das ist bei Otome Games, also Novels, Dating Simulator, ist das irgendwie häufig so. Naja. Und es gibt bestimmt viele Mädchen, die mit dir ausgehen wollen. Emma zum Beispiel. An ihr wollte ich mich nur rächen. Wir sind nicht zusammen ausgegangen. Okay. Finde ich auch gut so. Emma ist echt nichts für dich. Hey, Soccer-Kumpel. How are you? Alter, warum hast du eigentlich so lange Hände? Ganz ehrlich, der hat voll die Riesenhände. Und im Vergleich zu seinem Gesicht, ich würde sagen, ja, ich würde sagen, die Hände sind schon fast zu groß. Also, legt mal eure Hand auf euer Gesicht. Das, sagen wir mal so, der Mittelfinger geht meistens bis zwischen die Augenbrauen, wenn man über die Nase geht. Also, das Gesicht wird nie ganz eingenommen. Also, er hat ein bisschen zu große Hände, würde ich sagen. Aber ich mag keine Kriterien. Ich bin selber nicht so künstlerisch begabt. Was ist denn mit Cassiel passiert? Wollte er Ken nacheifern? Dann ist sein Level up, aber echt missglückt. Oh, Level up! Getting alive! Er wollte jemandem zuliebe seinen Look wechseln. Hat er aber auch einen Bruder, der ihn am Wochenende durch die Geschäfte schleift? Nein, das ist es nicht. Er ist ein Einzelkind. Das nenne ich Pech. Das muss todlangweilig sein, so allein mit seinen Eltern zu sein. Naja, seine Eltern leben ja nicht mal bei ihm, also pff. Den ganzen Tag alleine zu Hause? Könnte ich nicht aushalten, ich habe so großen Schiss davor. Ich bin wirklich ein Angsthase, ich muss das zugeben. Ich habe Angst davor, alleine zu Hause zu bleiben. Aber davon weichen wir jetzt einmal ab. Er lebt auch nicht bei seinen Eltern, sie sind im Ausland. Echt?
Er ist ganz allein. Nicht ganz, er hat einen Hund. Das erklärt so einiges. Deshalb ist er so ein Versager, was zwischenmenschliche Beziehungen angeht. Damit bist du aber auch nicht gerade ein Genie. Hey, das hat's für dich gut. Ist aber echt so, Armin. Du bist auch nicht gerade der geselligste Typ. Ich meine, ich hab dich lieb und alles, aber. Du kannst auch manchmal. Okay, zwei, gut. Mach dich nicht lustig, er kann nichts dafür. So habe ich das noch gar nicht gesehen. Haha, du widersprichst mir gar nicht. Du siehst das also genauso wie ich. Ich meine. Ein wenig. Ich meine, ja, also Cassie ist nicht gerade ein Typ, mit dem ich unbedingt abhängen wollen würde. Ich meine, ich mag ihn, aber in Real Life, ich glaube, wir würden uns nicht so gut verstehen, weil ich gebe sehr viel Kontra, er gibt sehr viel Kontra. Es wäre so eine Hassliebe, glaube ich. Oder ich würde ihn am liebsten jeden Tag umbringen wollen. Naja. Eigentlich wollte ich das vermeiden, aber. So. Da ich das jetzt hinter mir habe. Kommen wir mal zu dem Punkt, dass wir den Part hier beenden. Also, wenn euch dieser Part gefallen hat, mit schon wieder sehr wenig Progress, aber. Die Episode wird sich auch ziemlich lang ziehen, leider. Also, wenn euch dieser Part gefallen hat, abonniert auch unseren Kanal. Drückt auf Gefällt mir, kommentiert und schaltet das nächste Mal wieder rein, wenn es ja wieder heißt, Melly dreht sich im Kreis auf ihrem Stuhl. Nein. Let's Play wieder Moris. Episode 16, Part, ich habe keine Ahnung, 9999 oder so. Bis dann, bye bye.